Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Talk und das gemeinsame Review zu Promi-Büßen Teil 3. Herzlich willkommen, lieber Ramon. Ja, herzlich willkommen, lieber Malkiel, auf meinem Kanal und ich freue mich, auf deinem Kanal zu sein. Toll, oder? Ja, die freuen sich immer, dein Gesicht zu sehen, ja? Ja, mal gucken, ob wie geht's denn? Du bist jetzt schon fast eine Woche weg. Bist du ein bisschen erholt? Nein. Weil wir jeden Tag Party machen und ich muss auch ehrlich, also ab morgen fängt dann so ein bisschen die Ruhephase an. Vom Gefühl her bin ich auch, ich weiß nicht, fühlt sich für mich an, als ob ich schon einen Monat weg bin, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich vermisse dich auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja, Also guck, ich bin froh, wenn wir unsere Routine haben. Ich vermisse meinen guten Morgen gewünscht und meinen guten Morgen, während ich Kaffee trinke, Tagesupdate, das du dann immer schon für mich bereithältst, ja? Meine kleine Bildzeitung. Ja, ich bin sehr gespannt, was die Leute heute zu diesem Video sagen werden, weil ich kann natürlich unglaublich viele Sachen auch über Mike als Beispiel sagen, weil ich den ja schon seit ganz vielen Jahren kenne. Wenn ihr die neue Folge Promi-Büßen noch nicht geschaut habt, dann holt es auf jeden Fall nach. Bei Join könnt ihr das anschauen. Ich habe einen Link unten in der Infobox. Und für alle, die auf die Fernsehausstrahlung warten wollen, die können sich natürlich jeden Donnerstag 20.15 Uhr die neue Folge anschauen. Und ich finde, bisher lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt nur ein kleines Manko, mein Kerl, das muss ich gleich mal vorab sagen. Es gibt wirklich ein kleines Manko. Und zwar, bevor wir gleich auf die inhaltlichen Sachen im Detail eingehen, habe ich zum allerersten Mal gemerkt, dass es vielleicht doch ein Problem ist, wenn bestimmte Geschichten, die dort erzählt werden, nicht mehr aktuell sind. Also zum Beispiel, als diese Ehe von Mike und Michelle thematisiert wurde, ist es natürlich trotzdem immer noch eine Geschichte, wo man rückblickend auf jeden Fall drüber sprechen muss. Aber dadurch, dass die ja kein Paar mehr sind und ja schon so viele Sachen darüber hinaus passiert sind, fühlt es sich teilweise so nach einer Eulenkamelle an. Ja, aber ist egal, wir haben trotzdem viel zu besprechen. Wir haben richtig viel zu besprechen. Ich werde auch ein bisschen heute mal was Persönliches loswerden hier, weil ich durchaus, also jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin wie Mike Zies, um Gottes Willen, aber es gab so in puncto das Thema der Verlustangst und so, gab es natürlich schon Parallelen, die ich auch ansprechen möchte und auch mal sagen möchte, woher das zumindest bei mir gerührt hat. Bei ihm weiß ich aus der Vergangenheit nicht so viel, da wirst du mehr wissen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in diesen Tagebau nach Österreich und schauen mal in dieses wunderschöne Camp. Ja, mit welchem Thema wollen wir anfangen? Na, das überlasse ich jetzt freundlicherweise dir. Ich würde sagen, also wir wollen ja immer gar nicht alles besprechen, einfach, dass ihr auch noch, wenn ihr diese Folge anschaut, natürlich auch das Gefühl habt, dass ihr noch irgendwelche Sachen seht, von denen ihr noch nichts gehört habt. Ich würde mal direkt über Mike sprechen, wenn das für dich okay ist, weil ich glaube, das wird ein bisschen ausufern. Vielleicht auch nicht so sehr, ich weiß es nicht, aber ist es für dich okay? Für mich ist es völlig okay. Er hatte ja ein paar Szenen auch, sage ich mal, vor der Runde der Schande. Oder möchtest du bei der Runde der Schande beginnen? Ja, wir können da schon so direkt ein bisschen mit einsteigen. Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz persönlich am Anfang sagen, weil Mike Zies war für mich ein großes Thema, woher ich den auch kenne oder kannte. Mhm. Also ich habe mit ihm mehrere Interviews gemacht, wofür ich auch stark kritisiert wurde. Und Mike Zies kannte ich daher, dass er früher quasi immer als DJ tätig war. Ich habe mit Michaela Schäfer zusammengearbeitet viele Jahre und dadurch halt auch viele DJ-Auftritte gehabt. Also nicht ich, aber sie. Habe halt dadurch auch viele Leute kennengelernt und einer von denen war Mike. Damals noch unbekannt, nicht im TV-Geschäft. Und ich habe nicht super viel Kontakt zu ihm gehabt. Ich habe ihn vielleicht ein oder zwei Mal gesehen. Aber Mike war auch schon immer damals jemand, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber das ist halt eine Geschmackssache, der war schon immer jemand, der groß aufgetragen hat. Also das, was wir heute so ein bisschen sehen, in deinem Interview erfahren haben mit dieser Nadesha oder was sie auch in ihrem Statement damals erzählt hat, ist Mike ja jemand, der sehr groß aufträgt. Das hat er damals auch schon gemacht. Mir gegenüber war das jetzt aber nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, er haut mir die Taschen voll. Das lag aber auch einfach daran, dass der Kontakt minimal war. So, dann ist er ins Sommerhaus gegangen und als diese Interviews dann anfingen, habe ich ihn tatsächlich zum allerersten Mal seit, ja, keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren getroffen und das war auch nur in dieser Interviewsituation, ja. Klar hatten wir danach auch mal so sporadisch Kontakt per WhatsApp, so wie du auch, aber das ist schon mal diese Vorgeschichte.
über die ich eigentlich auch noch nie so im Detail gesprochen habe, aber ich finde, das passt einfach in diesem Rahmen. Genau, weil viel mehr war es auch gar nicht. Also ich habe, seit ich die Akte Mike Zies gemacht habe, keinen Kontakt mehr. Möchte ich Ja, mal sagen. mal gucken, wie Verlinke das ich euch jetzt bei mal hier mir. oben in der in, im, im, im Reiterchen, verlinke ich euch mal die Akte Mike Zies. Wenn euch da so ein bisschen was interessiert, könnt ihr das natürlich gerne nachschauen. Kann ja natürlich sein, dass er danach auch zu mir sagt, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Aber das Problem ist ja, weißt du, ich kann ja nicht Videos machen und nur weil ich Leute kenne, Sachen schönreden, die nicht schön sind. Also, ne, ich drehe jetzt auch niemanden in den Dreck, das mache ich jetzt auch generell nicht, aber ich meine, man muss natürlich Dinge auch benennen können. Ich habe mich sehr auf die Runde der Schande gefreut und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr enttäuscht wurde. Und es lag aber auch einfach daran, dass er sich einfach auf diese Sache nicht eingelassen hat. Also ich kann halt ehrlich gesagt gar nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt, an dieser Show teilzunehmen, wo man ganz genau weiß, worum es geht, wo man im Vorfeld den anderen Kandidaten, was on camera, permanent Ratschläge gibt, wie man doch am besten in der Runde der Schande agieren sollte. Und wenn man dann selber dran ist, eigentlich das komplette Gegenteil von dem macht, was man allen anderen empfohlen hat. Habe nur ich das so empfunden oder ging dir das auch so? Das ging mir genauso. Vor allen Dingen hat sich vorher schon dieser Stress abgezeichnet mit Leon, den ich, ja, möchte ich sagen, auch sehr gekünstelt wahrgenommen habe. Ich glaube, ich weiß gar nicht, hat es Gloria gesagt oder hat es Lisha gesagt oder Dani im Interview dann, die gesagt, nee, Yvonne Wölker hat es gesagt, dass dieser Beef jetzt sehr gekünstelt für sie rüberkam. Und er aber so versucht hat, als der große weiße Mann, als der Massa da auf, als der Glücksguru dort aufzutreten, um vielleicht mal das Wort der Woche zu verwenden. Und ja, selber war er überhaupt nicht reflektiert, also auch immer wieder dieses Widersprechen, dass er kontrollsüchtig sei, das will er sich nicht sagen lassen, den Schuh zieht er sich nicht an. Das zeigt mir, dass diese ganze Thematik Sommerhaus bei ihm im Grunde überhaupt nicht verarbeitet wurde, beziehungsweise er mit diesem Thema nach wie vor noch auf eine ablehnende Haltung, also er ist ablehnend, auch in der ganzen Körpersprache war er ablehnend. Er hat da also gemauert. Das heißt, er wollte ja schon mal gar nicht damit irgendwie tatsächlich nochmal so tiefer konfrontiert werden. Dabei finde ich, haben sie sehr harmlose Szenen verwendet. Wir erinnern uns, erinnerst du dich noch an das Spiel mit dem Auto, was hochgezogen wurde, wo die freiwischen mussten? Da hat er sich doch die Hand verletzt, weil er so draufgehauen hat, ja? Also, das fand ich mit dem Zaunfall das fand ich harmlos, das fand ich da viel, also ich habe das viel brutaler in Erinnerung in dem Autospiel zum Beispiel. Ja, ich finde auch, dass es nicht die krassesten Szenen waren. Und ich finde auch, aber weißt du, es ist ja auch am Ende des Tages, glaube ich, egal, weil man sieht ja einfach, dass er da auch gar nicht drüber sprechen möchte, dass er, also nochmal, ich frage mich, warum er in dieses Format geht. Ich habe zu meinem Freund gesagt, so wie er sich da präsentiert, so habe ich ihn ehrlich gesagt nie wahrgenommen. Das wirkte alles sehr gespielt. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass er die, sag ich wieder ehrlich gesagt, ich finde, ich sage es ganz offen, Michael, ich finde, er hat diese Chance einfach nicht genutzt. Also ich kann diese Teilnahme gar nicht verstehen und ich habe mich auch gefragt, weißt du, dann sagt er so, als es um diese Thematik ging, dass er so Vorschriften macht und dass er den Rahmen festlegt. Weißt du, wenn du in dieses Haus reingehst, ja, und dann machst du vorher irgendeine Absprache, was viele Paare machen, dann ist das ja generell legitim. So, und wenn du dann deine Partnerin oder deinen Partner auf die Absprache ansprichst und sagst, pass auf, das hier ist aber doch der Rahmen, den wir vorher abgemacht haben, warum machst du es denn jetzt doch anders? Erklär es mir bitte. Das sind ja alles Sachen, die okay sind. Das ist ja das, was er gesagt hat, dass es diese Absprachen gab, aber das Wording, was er natürlich rübergebracht hat, war natürlich ein anderes. Und dann das irgendwie so wegzuschieben und das nicht einfach offen zu erklären, sich immer hinzusetzen, quasi schon fast die Arme zu verschränken und zu sagen, nein, Olivia, sehe ich nicht so hier. Also, das fand es hat mir Dann. Worte gefehlt. Also, weil ich auch einfach wirklich eine Riesenerwartung hatte und einfach so dachte, okay, das ist jetzt eine Riesenplattform, die er für sich nutzen kann. Und ich finde, er hat sie für sich nicht null ausgeschöpft, null. Und jetzt wissen wir ja im Vorfeld, ja, im Vorfeld dieser Show
hat er alle möglichen Leute kontaktiert, die Leute kennen, wie ich jetzt eben Dani oder Christine Okpara, um hier irgendwie Infos. Der hatte ja eine ganz präzise Teilnehmerliste geführt mit möglichen Teilnehmern, alles abgeklopft, ja, um sich ja mit allen irgendwie auch gut zu stellen und so weiter. Aber er war in dieser Folge, ich sage ja, ich habe 10 Minuten geschaut, dann musste ich eine Story ge gestern machen, wo ich gesagt habe, in diesen ersten 10 Minuten bin ich schon so getriggert von ihm. Also wäre ich, hättest du mich da reingebracht mit ihm zusammen, das wäre, also das wäre eskaliert, sage ich dir. Ich kann zu seiner Kindheit, weil du das vorhin angesprochen hast, oder familiären Situationen, ich kann ehrlich gesagt dazu gar nicht so viel sagen, weil ich ehrlich auch jetzt wirklich nichts weiß. Und echt klar, wenn ich es jetzt wüsste, könnte ich das jetzt natürlich auch nicht hier so rausposaunen. Aber Fakt ist ja irgendwie, Musste dass aber da, sein. ja, also da ist auf jeden Fall was vorgefallen, weil du, also du merkst ja auch diese Unsicherheit, diese Verlustangst, was ja auch angesprochen wurde, ja, das merkt man ja auch. Und dann dadurch kommt ja dieser Kontrollwahn in Anführungsstrichen, weil er dann dadurch das Gefühl hat, wenn er die Situation nicht kontrollieren kann, habe ich verloren. Und ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne das Gefühl nicht aus meiner jetzigen Beziehung und nicht im Hier und Jetzt, aber ich kenne es aus der Vergangenheit, was natürlich auch resultierend aus einer familiären Situation kam, aus der ich komme. Ja, du wolltest ja noch was dazu sagen. Ja, du, das ist ja, komm mal, meine erste Liebe wurde ermordet, meine zweite tödlich verunglückt, die dritte hat mich geschlagen. So, da hat man natürlich Sachen erlebt, die auf dein Beziehungsleben sich natürlich auch auswirken, wie eine Verlustangst oder natürlich dann auch solche Sachen wie, dass man natürlich im ersten Moment so eine Art Stockholm-Syndrom entwickelt hat und man dann irgendwie das natürlich auch gar nicht so breit getreten hat, wenn man da dann mal mit blauem Auge rumlief oder so, ne? Und sowas. Und plus, dass eben da davor eben zwei Partner verloren gingen, also unwiederbringlich, ist es natürlich so, dass du schon da auch eine Verlustangst entwickelst und dann erstmal vielleicht auch da drin bleibst. Deswegen habe ich so an Michelle da auch denken müssen. Vielleicht ist da auch irgendetwas in dieser Art passiert, dass man erstmal dieser Kontrolle, diesem Zwang oder vielleicht auch dieser Gewalt, wie ich sie dann erlebt habe, nachgibt, drin bleibt, ne? Und das ist, ehe man dann wirklich so keine andere Lösung mehr hat, ja. Aber so danach war er dann danach auch 3 Jahre oder so Single. Und dann geht man schon mit einer anderen Vorsicht, weil kannst du wieder jemand verlieren, rastet wieder jemand aus. So ist er so, dann war ja auch immer wieder Untreue da in der schlimmen Beziehung ein Thema, also nicht von meiner Seite. Und da ist es schwer, wieder in eine Person Vertrauen auch zu fassen. Und ich weiß nicht, was er da erlebt hat, aber es muss auf jeden Fall auch etwas Ähnliches, also für mich war es traumatisierend. Ich kann jetzt auch gut drüber sprechen, das ist auch nicht das Thema, ne? Nur muss er bei ihm auch irgendetwas, irgendein ein Trauma gewesen sein, dass er zum einen, dass diese Verlustangst so überschwappt in eine Kontrollsucht, möchte ich sagen, ja, bei ihm und in ein soziopathisches Verhalten. Ja, also ich sage mal, so eine bestimmte Kontroll- oder nicht so ein Kontrollverlust, sondern eine bestimmte Verlustangst, glaube ich, ist legitim. Also das habe ich natürlich auch, aber in der Situation nicht, dass ich Angst habe, dass wenn ich jetzt die Situation nicht kontrolliere, dass er mir fremd geht oder sonst was, würde er nicht tun. Aber einfach, dass ich einfach so happy bin als Beispiel, dass ich auch Angst habe, dass wenn ihm was passieren würde, wie sieht mein Leben aus? Aber wenn das alles im Rahmen ist, ist es ja normal. Man darf sich natürlich nicht reinsteigen. Und wenn man natürlich bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt hat, so wie ich auch, das würde jetzt den Rahmen sprengen, dann muss man das natürlich psychologisch aufbauen und aufarbeiten, was ich jetzt auch natürlich getan habe. Aber ich habe, weißt du, ich habe ja damals auch, wenn ich Gespräche mit beiden geführt habe, wenn man nochmal kurz gesprochen hat, so wenn die Kamera aus war, beide waren ja auch mal bei mir, dann habe ich auch gesagt, und du weißt, ich spreche immer wieder davon, Michael,
man muss auch eine Beziehung nicht auf Krampf versuchen. Also manchmal gibt es auch einfach Menschen, die passen auch einfach nicht zusammen. Und da muss man aufpassen, dass es dann nicht eben in diese toxische Beziehung abrutscht, weil man irgendwie immer denkt, es wird ja besser, weil man sich bestimmte Sachen schön redet, weil man sagt, ja, es gibt ja auch schöne Momente, weil dann gerät man immer in diese Spirale, dass es immer diese Tiefs gibt, dann gibt es wieder ein Hoch und dann fühlt man sich unglaublich verbunden und dann kommt wieder dieses Tief und nach einem Tief kommt natürlich wieder mega hoch und das ist natürlich das Gefährliche, weil das eigentlich nicht so sein sollte. Und ich habe dann auch noch damals natürlich in bestimmten Situationen, wenn ich jetzt mal mit beiden gesprochen habe, dann auch gesagt, wenn die andere Person auf irgendeinen Moment reduziert wurde, ne? Also, sag jetzt mal, Person XY hat was gemacht, was der andere jetzt nicht mega gut fand, aber was eigentlich auch unwichtig war. Dann kennst du das bestimmt, man kann eine Grundsatzdiskussion führen. Ja, klar. Genau, ich bin aber auch der Meinung, man kann die Person auch einfach mal lassen. Man muss nicht jede Kleinigkeit am anderen tot diskutieren. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist auch bei den beiden, also das hat man ja auch im Sommerhaus gesehen. Da wurde ja jede Kleinigkeit, wenn sie jetzt das gemacht hat, dies, das, wo ich mir dann so denke, Ja, man let hat it sich wohl gewundert, dass sie duschen durfte. Also. Ja, und wenn ich jetzt auch diese, weißt du, diese ganze Situation, die danach entstanden ist, wir können das immer ganz kurz anschneiden. Also gerade bei Be Real wurde teilweise thematisiert, dann hatte er angeblich was mit Ariel, ja, dann Hatte. sind die beiden angeblich getrennte Wege gegangen. Und dann hat er irgendwelche YouTube-Livestreams gemacht, wo er in dieser Be Real-Ausstrahlung immer irgendwelche Statements gemacht hat, aber irgendwie auch nicht. Wo ich dann gesagt habe, da habe ich mal kurz mit ihm Kontakt gehabt und dann habe ich gesagt, pass auf, Mike, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hörst auf mit diesen komischen Statements, die kein Statement sind, oder du machst eine richtige Ansage. Daraufhin meinte er, und das war auch natürlich legitim, dass er sagte: Pass auf, Ramon, es ist gerade noch nicht der Rahmen dafür, ich kann das gerade noch nicht machen, ich werde das irgendwann machen. Und dann habe ich gesagt: Ey, Mike, das ist ja total legitim. Aber dann hör doch auf mit diesem Hack-Mack. Mach dich doch einmal gerade, das ist ja Naja. die Drohung, die er macht, und sag: Pass auf, das und das ist vorgefallen, ich habe das und das gemacht. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen, war der falsche Moment, war der falsche Rahmen. Ich meine, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler. Aber dann halt irgendwie auch immer drumherum reden. Und also weißt du, was ich meine? Und einfach nicht auch mal irgendwie für irgendwas gerade stehen. So das, was er ja auch in dieser Runde der Schande nicht getan hat, finde ich dann halt am Ende des Tages auch schwierig. Total schwierig. Und ich bin auch ehrlich gesagt inzwischen an dem Punkt, wo ich glaube, da wird nicht mehr so viel kommen, weil sich diese Geschichte immer im Kreis dreht. Wir erleben leider, und deswegen sage ich leider, weil das war eine Riesenchance jetzt, wir erleben leider den Mike, also ne, ich kenne ja den privaten Mike, aber wir reden hier von diesem Mike in den TV-Shows, der sich nicht weiterentwickelt. Und diese Geschichte ist auch auserzählt. Also das wäre jetzt eine Chance, wo man sagt, ey, geil, wir lernen jetzt den neuen Mike kennen. No, es ist immer dieselbe Spirale und das ist auch nicht mehr spannend. Also da ist ganz viel Unaufgearbeitetes drin. Ich meine, das hatte ich dann auch nach diesen drei beziehungstechnischen Katastrophen, sagen wir es jetzt einfach mal so, ne? Dass ich dann auch so am Anfang ja kein Vertrauen fassen konnte. Dann habe ich natürlich auch, naja, so öfter mal gefragt, mit wem schreibst du jetzt oder wie auch immer so. Man war ja dann auch so ein bisschen, es kam aus einer Verunsicherung raus, bis ich mich da wieder so drauf einlassen konnte, hat das halt auch gedauert. Aber dieser Prozess findet bei ihm ja gar nicht statt. Also, Diese verstehst Frage hier aber auch legitim. Also ich meine, weißt du, wenn man aus einer Situation kommt, wo man, ich sag mal, gebrochen ist, dann muss man natürlich heilen. Und dann muss man auch vielleicht auch mit dem Partner zusammen heilen. Das musste ich ja auch. Und ich finde diese Frage von dir auch legitim, gerade wenn man am Anfang noch diese Unsicherheiten hat, vielleicht auch die Person noch nicht kennt, die relevant sind, ich sag mal, vom neuen Partner. Natürlich sollte man irgendwann nach einer Beziehung nicht mehr permanent danach fragen, also nicht mehr permanent aus einer Unsicherheit heraus, weil dann muss man sich natürlich irgendwann die Frage stellen, worauf basierte diese Beziehung überhaupt? Auf ja, Ehrlichkeit, auf Vertrauen? weißt du, und guck mal, es war ja dann so, dann war ja diese Beziehung war dann auch so weit mit Morty wirklich gut, ja, bis wir uns dann auch getrennt haben. Und dann, ja, Alex, der danach kam, der beste Freund von Tara, der war ja genau so wie mein Ex-Mann. Nur, dass der auch noch gern was über den Durst getrunken hatte. Ja, Und, nicht. Ja, immer gleich, wenn immer bei mir gehen immer gleich die Sensoren an, wenn du jemanden kennenlernst.
Vorteil. halt irgendwie süß, er war sexy und knackig und aber es war ja dann genau das. Es kam dann wieder auf, das Thema Gewalt kam auf, das Thema Beleidigung, das Thema Betrug, Fremdgehen, Fremdflirten. Es war auf einmal alles wieder da, nur halt in einer viel kürzeren, komprimierteren Zeit. Und seither habe ich ein bisschen die Schnauze voll, auch wenn du mich immer gern verkuppeln würdest. Ja, aber auch, also auch nicht auf Krampf, weil dann am Ende bindet man sich an Leute, die einem mehr schaden, als sie einem gut tun. Also Das muss ist ich. wichtig. Das ist wichtig. Ich warte ja immer noch, dass mal irgendjemand vorgestellt wird. Ja, also um das Thema Mike mal Ja, abzuschließen, wir werden ihn wahrscheinlich irgendwann noch mal in einer anderen Show sehen. Ja, wahrscheinlich bei Ex on the Beach oder so oder whatever. prominent getrennt könnte es sein, denke ich vielleicht sogar eher als Ex on the Beach, muss ich dir sagen, weil Ex on the Beach sind Michelle und Mike zu alt. Ja, Wenn das stimmt. wären sie vielleicht Das stimmt. eher, würde ich sie eher bei prominent getrennt sehen. Aber da, das würde mich, also da bin ich auf die Spiele gespannt. Ich glaube, da kriege ich erneut Puls, wenn das kommen sollte. Aber ich verstehe es auch nicht. Er hat ja auch wieder einen sinnlosen Streit vom Zaun gebrochen, wo ich übrigens fand, ich habe so ein bisschen einen Crush auf den Leon, ja. Falls er zuguckt, hi. Also, der hat gut reagiert, indem er gesagt hat, hast du Grenzen gelernt in deinem letzten Format? Das fand ich Ja. eine richtig gute Antwort, muss ich sagen. Was sagen wir denn eigentlich bei Mike am Ende zu dieser ganzen Nominierungssache? Also, dass er jetzt die meisten Stimmen bekommen hat, hat mich jetzt irgendwie nicht so sehr überrascht. Mich auch nicht überrascht. Das Spiel, ich habe seine Taktik ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich hatte im ersten Moment das Gefühl, er möchte hier aus der Show rausgehen. Also, anders konnte ich die Art, wie er dieses Spiel gespielt hat, nicht interpretieren. Einen Moment, können wir noch einen Schritt mal kurz zurück? Er hat Yvonne Wölke nominiert, die einzige ihm loyale Person da drin. Ja, Ja, weiß nicht. also, wie fandest du das denn? Ich habe gedacht, ich bin Tagesmistik. Entschuldigung, Mist, wie ging es euch? Schreibt das mal bitte in die Kommentare bei uns. Wie ging es euch denn? Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Ja, also irgendwie schon, aber ich kann dir auch ehrlich sagen, also ich weiß, sie haben sich ja sehr vertraut begrüßt am Anfang. So vertraut, wie das da war, sind die nicht. Also er hat ja einmal dieses komische Video bei ihr in dieser Kältesauna gedreht, wo er eigentlich auch nichts rumgekommen ist. Ja, inhaltlich meine ich jetzt, weil Yvonne auch einfach nichts erzählt hat. Aber viel mehr Kontakt war da eigentlich auch nie. Also deswegen war jetzt für mich klar, taktisch vielleicht unklug, aber also die Bindung von denen ist gleich null. Ja gut, aber trotzdem war sie ihm loyal. Ja, Also das auch in den O-Tönen, die die Gruppe nicht mitbekommen hat. Also muss ich sagen, sie hat kein schlechtes Wort an ihm gehabt, nichts kritisiert, zumindest nichts, was wir jetzt gesehen hatten. Es gab kein Beef. Sie stand ihm zur Seite. Also ich fand auch, dass Erik ihm sehr zur Seite gestanden ist, auch gerade als er diese Maske dann getragen hat. Also was ich auch irgendwie, ich hätte mir irgendwie eine härtere Strafe gewünscht, so. Der Mike ist ja damit auch wenn es ihm gar nicht so vorkommt, der erste Kandidat, der quasi die Show verlassen muss. Ja, also das fand ich sowas von dämlich, ja, wie er das gemacht hat. Also vor allen Dingen, weil er ja so drauf aus war zu sagen, er hat jetzt wieder ein Primetime-Format, er hat ein großes Format, er ist bei einem Sender, wo er bisher zumindest ein unbeschriebenes Blatt ist, ja. Bei RTL-Leuten gehen ja schon die Alarmglocken an, wenn das Wort Mike Zies fällt, ähnlich wie bei Valentina, ja. Also ich glaube, da hat der Pförtner hat ein Bild von Mike und von Valentina da irgendwo hängen. Und ja, also verstehst du, er wollte ja unbedingt dieses Ding gewinnen. Er hat ja Ja, alles möglichen Dinge überlegt, wie kann er das gewinnen, wie kann er möglichst lange in der Show bleiben. Und dann frage ich mich, ist das die Konsequenz, die
die ihn sein Leben lang begleitet, nämlich 3 Folgen? Oder hat er einfach gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß und ich habe keinen Bock mehr auf die Gruppe und die sind eh gegen mich? Ja, nee, ich weiß nicht, Mike, ich glaube ehrlich gesagt, also erstmal hat leider die ganze Zeit von Anfang bis zum Ende Show gemacht und ich glaube, es wäre cooler gewesen, wenn man mal den echten Mike gesehen hätte, den hat man leider nicht wahrgenommen. Und ich glaube, so habe ich das aufgenommen, als er in dieser Runde der Schande saß. Er war mit dieser Konfrontation, die auch trotzdem aus meiner Sicht sehr harmlos war, so überfordert, dass da in diesem Moment die Klappen runtergingen und das Thema für ihn beendet war. Damit konnte er nicht umgehen. Ich verstehe zwar nicht, warum, weil ich mir dann so denke, was hast du denn anderes erwartet? Aber das war, glaube ich, der Punkt, wo für ihn der Ofen aus war. So habe ich es wahrgenommen. Ja, ich glaube, so war es auch. Aber ist auch ganz ehrlich, ist auch wirklich kein Verlust, weil er hätte das ja für sich ganz anders aufarbeiten können. Ja, und das hat er nicht gemacht. Und dann bringt es halt auch leider nichts, auch für uns als Zuschauer nicht. Wollen wir kurz zu Christine kommen? Ja, würde ich auch noch mal kurz anschneiden. Ich war sehr emotional berührt. Ja, die hat eigentlich einen guten Kern. Und das, was Olivia gesagt hat über Christine, ist genau das, was ich in meinem Interview wahrgenommen hatte. Als ich damals ein Interview mit ihr hatte, kann man anschauen, war sie die ersten 20 Minuten. Es kommt nächste Woche Freitag raus. Bin ich gespannt, wie sie bei dir ist. Ich habe nämlich am Anfang, gut, jetzt kennt sie mich natürlich ein bisschen, dich auch, aber damals kannte sie mich ja nicht. Sie hat sich gefühlt bei jeder Frage so ein bisschen angegriffen gefühlt und dann irgendwann hat sie gemerkt, ah ja, der hat keine bösen Absichten, der ist eigentlich korrekt und dann ist sie total locker geworden und total offen. Und das spiegelt ja auch das wider, was in der Sendung rüberkam, dass sie sich permanent angegriffen fühlt, das hat ja irgendwas mit der Vergangenheit zu tun, ja, dass sie immer das Gefühl hat, jeder will ihr was Schlechtes, in Anführungsstrichen. Dann kommt immer diese unglaubliche Aggressivität, wo ich mir dann auch so denke, man kann ja auch seinen Punkt machen, ohne jemanden so heftig anzuschreien und ohne irgendwelche Drohungen und sonst was. Und ich wünsche ihr einfach für sich selbst, dass sie davon wegkommt, weil ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sie eigentlich im Kern ein guter Mensch ist, dass sie ein gutes Herz ist, Herz hat, so rum, und das gar nicht braucht. Man muss nicht die Welt als einen Feind sehen. Nee, das ist aber schon, weißt du, sie hat ja dann auch gesagt, es fing eben schon auch an, dass sie bereits in der Schule oder auf dem Internat ja Einzelgängerin eben war. Und was mich so ein bisschen auch so geschockt hat, war wirklich, als sie dann so meinte, ja, sie geht ihren Weg auch allein und hat eigentlich keine Freunde. Ja, weil sie glaubt, dass der Weg alleine einfacher ist und ihr nichts passieren kann. Aber das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Also ohne dich wäre es für mich nicht einfacher. Mir genauso. Das ist aber, wenn man, das ist das, was ich gerade sage, wenn man wenn man die Welt als Feind sieht und wenn man vielleicht sich auch, ich sage jetzt mal, in Kreisen bewegt, wo man vielleicht halt auch irgendwie Leute trifft, die wirklich falsch sind. Also wir müssen uns ja nichts vormachen. Du findest schon viele Leute, die dir nichts Gutes wollen. Ja, du musst ja halt wirklich die guten Leute raussuchen. Das ist schwer, diese Leute zu finden. Und man muss, glaube ich, auch mal 3 Gänge zurückfahren und darf jetzt nicht jeden Spruch persönlich nehmen, weil gar nicht jeder jedem was Schlechtes möchte, aber jemand vielleicht auch einfach mal eine Art von Formulierung hat, wo man noch nicht mit umgehen kann. Weißt du, ich meine so? Also, aber ich glaube, wenn Christine doch so ein bisschen daran arbeitet, dann kann das schon gut werden. Und das muss sie ja nicht für uns machen. Mir ist es ja egal. Das muss sie für sich machen. Ich hatte ja da diese letzte Beziehung, den Alex aus Wien, den habe ich ja kennengelernt am gleichen Abend, wie ich Christine Okpara kennengelernt habe. Hätte ein Omen sein können. Aber so, und da habe ich gedacht, oh wow, okay, krass, Christine Okpara, das ist jetzt schon natürlich eine Hausnummer, ne, wenn man so Couple Challenge und Aito war es, gesehen hatte. Oder war es Ex on the Beach, weiß schon gar nicht mehr, egal. Ist jetzt auch eines der 2 Online-Formate, was auch so ein Thema war. Da dachte ich, da habe ich mir erst gedacht, oh Gott, jetzt habe ich Angst, ja, war so der erste Gedanke, ja. Und dann war die aber
ganz leise, weißt du? Also so, ich hab mich auf, so meine Ohren waren auch schon irgendwie so dabei, sich zuzumachen, weil ich gedacht habe, okay, die ist ja eh laut und kreischig und tralala, ne? Und die war total sanft und leise, also so Töne, die man, also die ich einfach, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, weißt Und ich fand das sehr süß. Ich fand auch, dass sie genau das Thema, ihr Thema auch kannte, ja. Und das fand ich gut. Es ist natürlich so, dass ich das ein oder andere natürlich dann auch wieder nach diesem gewonnenen Spiel, ja, hat sie sich halt auch wieder gleich bei den anderen verscherzt mit dem, was die Schweinehaufen oder was war es, oder Das Schweinetor. war, ja, das, ja. Ich glaube, das kam, also es war auch total unnötig. Ich glaube, sie hat auch nicht drüber nachgedacht, dass die anderen das vielleicht hören können. Und das war natürlich aus der Situation heraus, was keine Entschuldigung ist, weil wir wieder beim Vokabular wären, aus der Situation heraus, dass sie ja diese Challenge gewonnen hat, nachdem sie alle anderen nominiert hatten. Dann haben ja alle gedacht, der Mike wird gewinnen, weil er ja ein Mann ist. Und dann gewinnt sie diese Challenge. Und dann dachte sie sich wahrscheinlich so, boah, jetzt habe ich es euch aber allen gegeben, aber dann sind wir wieder beim Vokabular. Ich möchte das gerade nicht entschuldigen. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, ja, dieser Prozess, der dauert natürlich noch, ne? Also ich meine, man sitzt jetzt nicht bei Olivia und dann geht man da raus und denkt sich irgendwie so, okay, jetzt habe ich hier meine Veränderung. Also so schnell geht es auch nicht. Ich glaube, es wird schon über Jahre dauern, weil man fällt ja auch immer mal wieder in diese Muster rein. Aber ja, am Ende wünsche ich ihr, dass sie diesen Weg gehen wird. Also, fandest du es eigentlich erstaunlich oder hast du auch damit gerechnet, dass Yvonne Wölke so viele Stimmen bekommt? Nee, habe ich nicht mitgerechnet. Hast du nicht mitgerechnet? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war da auch echt ein bisschen verwundert, ja. Weil. Ja, gut, also vielleicht ist sie einfach auch zu blass oder die Leute waren an. Also, ich hätte ihr natürlich. Wäre ich da jetzt gewesen, hätte ich ihr in jedem Falle auch die Stimme gegeben, weil wenn mir den Kaffee wegnimmt, hat eine Stimme verdient. aber es hat ja keiner so gesagt, ne? Aber es war schon für mich erstaunlich. Und dass sie dann auch direkt danach in Tränen ausgebrochen ist, das fand ich auch wieder ein bisschen too much. Es ist halt einfach so. Also ich fand halt auch, ich muss sagen, die Ansage von Mike war auch so ein bisschen unfair, als er eben da gesagt hat, ja, du musst dich hier jetzt mal beweisen und tralala, tralala. Und man sah sie schon dann auch recht, dass er sagt, soll ich hier jetzt einen Rat schlagen die ganze Zeit oder irgendwas, ne? Aber es hat für mich wieder gezeigt, dass viele in ihr tatsächlich wenig Unterhaltungspotenzial sehen. Ja, auch so. Also muss man ja auch leider sagen. Also, Fakt. Ja. Na ja, gut, Nun, sag's nochmal, wenn ich die Talente von Yvonne Wölke hätte, würde ich mein Leben auch hassen. das war jetzt gemein. Wenn ihr die Folge angucken wollt, ihr wisst Bescheid, guckt es bei Join an oder bei Pro7 2015. Und ich bin jetzt mal gespannt, was uns nächste Woche erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Klickt den Link unten, wenn ihr es unbedingt schon vorher sehen wollt. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und das ist einfach kein Fiddle-Di-Dye auf irgendwelchen Luftmatratzen in den knappesten Bikinis, die die Welt je geschaffen hat, sondern es ist mal irgendwie ein bisschen Normales. genau. Ja. Endlich normale Leute. Ja. In dem Sinne. Ciao.